Ein Final Fantasy für Fans und Neueinsteiger ist wohl der Satz, der dieses Spiel hier am allerbesten beschreibt. Ohne dass noch irgendwas gesagt werden muss. Ohne dass man sich spezifisch über Einzelheiten oder Details oder ja, Spielelemente unterhalten muss. Final Fantasy 15 ist so am besten definiert. Ich hätte jetzt fast angefangen mit Freude in der virtueller Zeitverschwendung, so wie ich das immer gemacht habe, aber wenn schon diese große Pause war, für die es Gründe gab, warum machen wir nicht einfach ab jetzt alles so ein bisschen anders? Ich muss mich erst noch so ein bisschen finden, aber ich finde es toll, dass ich immer noch ein Spiel einschalten und auf Aufnahme drücken und einfach losreden kann, ohne auch nur im geringsten nervös zu sein vorher. Es ist einfach schon so ein Teil von mir. Wisst ihr? Herzlich willkommen zurück. Ich bin wieder da. Ich freue mich auch irgendwo. Ich freue mich vor allem für mich und für die, die tatsächlich die Größe hatten, nach mir zu fragen. Ich muss gerade auch wirklich grinsen. Es ging mir ans Herz, Kinder. Und da dürft ihr euch auch beim guten Sting bedanken, denn der hat keinen kleinen Part darin übernommen, das Ganze an mich heranzutragen. Und nach langer Zeit, um das Ganze mal zu einem Ende zu bringen, sind wir nun hier mit unserem ersten neuen gemeinsamen Projekt mit Core LP 100, dem mit der Zahl innen dran. Verdammte Axt, warum ist das noch keine Marke mit Weltpotenzial? Warum nicht? Kriegen wir hin, oder? Final Fantasy 15. Bevor ich jetzt lang weiter erzähle und wir näher auf das Spiel an sich eingehen und auf die Gestaltung dieses Projekts, fangen wir doch einfach mal an. Nur, dass ihr es wisst, es ist nicht blind. Ich habe es nämlich schon irgendwie richtig krass durchgesuchtet, nachdem es rauskam. Ist aber in vielerlei Hinsicht sehr gut für euch. Wir spielen auf Normal, weil das ist auch irgendwie nicht schwer. Und auf das Tutorial verzichten wir. Da verpasst ihr auch nichts Großartiges. Da lernt man wirklich bloß, wie man kämpft. Und das lasst mal meine Sorge sein. Ihr müsst ja bloß zugucken. Also, nö. Los jetzt! Wohl nicht ernsthaft gedacht, wir spielen auf Deutsch, oder? Vor dem Fall. The decreed hour is come. Set forth with my blessing, Prince Noctis. Thank you. Your Majesty. Take your leave and go in the grace of the gods. Right. Well, princes will be princes. So much for royal protocol. Not like you had to deliver a formal address. Your Highness! What now? I fear I have left too much unsaid. You place a great burden on those who would bear with you. You're one to talk. I ask not that you guide my wayward son, merely that you remain at his side. Indeed, Your Grace. We'll see the prince to Altissia if it's the last thing we see. Yeah, what he said. Hate to break this up, but Kor's got the motor running. Drados, he's in your hands. And another thing.
Do mind your manners around your charming bride-to-be. Your Majesty as well. Try to mind yours around our esteemed guests from Niflheim. You have no cause for concern. Nor do you. Take heed. Once you set forth, you cannot turn back. You think I would? I need only know that you are ready to leave home behind. Don't know about you, but I'm ready as I'll ever be. Take care on the long road. Wheresoever you should go, the line of Lucis goes with you. Walk tall, my son. Bada bing. Da könnte man ja fast meinen, der König würde etwas ahnen. Für die Leute, die sich nicht mit Final Fantasy XV auseinandergesetzt haben, beziehungsweise mit all den Zusatzmedien, denen man sich ja zuführen konnte, falscher Satzbau, sowas wie Kingsglaive zum Beispiel. Wenn ihr Kingsglaive nicht gesehen habt, dann erstens Schande über euch, zweitens, nur um euch kurz verständlich zu machen, was hier los ist. Wir sind Noctis, der Typ mit den, also der sehr viel Haargel braucht und wir müssen ins, ja, verfeindete, na eigentlich schon, ins verfeindete Königreich und müssen dort die Tochter heiraten, damit es Frieden gibt. Denn das Königreich, zu dem unser König gehört, unser Vater, der uns gerade entlassen hat, ist dem Untergang geweiht, denn das feindliche Königreich ist militärisch sehr viel stärker und sie haben ausgehandelt, hey, heiraten, fertig. Astakas, würde der Oberpfälzer sagen. Da gibt es aber mehrere Ebenen. Nicht nur, dass ihr berechtigterweise vielleicht das Gefühl hatte, der König würde etwas ahnen bzw. etwas befürchten und das Ganze ist wesentlich grauenvoller, als ich das sogar als erstes in Erinnerung hatte und gleichzeitig aber auch so viel schöner, sondern auch wir, also der Hauptcharakter Noctis, ist nicht so ganz ohne Plan an die Sache rangegangen. Aber das soll erstmal alles gewesen sein. Wir sollen die Tochter eines verfeindeten Königreiches heiraten bzw. eine Zugehörige davon, damit Frieden ist. Das ist der Plan, ne? Kapitel 1, der Aufbruch. Und ein Ladebalken. Es gibt viele lange Ladebalken in diesem Spiel. I think we can forget about hitching our way there. Thought people were friendly outside the city. You can only count so far on the kindness of strangers. You're just gonna have to push her all the way. I've already pushed myself to the brink of death. Get up. Come on, car isn't gonna move itself. Sheesh. I thought the car was supposed to move us. Wouldn't that be nice? Can it? Ready, steady. Really? Push! Don't push something so heavy. Es ist einfach ziemlich krass, wie heftig sich die deutschen Untertitel von den englischen Texten unterscheiden. Ich hoffe, ihr hört eher, anstatt zu lesen. Das ist besser für die Spielerfahrung, ganz ehrlich. Unbelievable. Not exactly a fairy tale beginning, huh, Prince Noctis? We let ourselves get carried away. Look, these things happen. And the land is dark. Let's these just things hope happen. This isn't some omen. Gladio, ja, wenn's doch Spaß macht. Push this thing by yourself. All by myself? You won't even notice if we just let go. Prompto, don't even think about it. Save some breath for pushing. Ignis, come on, time to switch. Nuh-uh. We just switched back there. And it's my turn, Noct. His turn. In diesem Spiel gibt es übrigens sehr viel sogenannten Banter. Easy there, tough guy. Any luck? Only a busy signal. Hold the phone. Is it just me? Or was it supposed to be way closer? I assure you, the map is correct. Also genau das, was ihr hier gerade hört. Next door. Looks that way. On a map of the world. Und auch wenn ich versuchen werde, euch das so gut wie möglich rüberzubringen, weil es viel fürs Gefühl dieser vier Freunde ausmacht. Till that, to
my legs. You guys even pushing? Wird es nicht ganz möglich sein. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Tibia Fantasy 15. Stand by me. Stand by me. Oh, stand by me. Oh, es geht weiter. Sorry. Hey there, y'all kept a girl waiting. Now, which one's the prince? Aha! Hello, your highness. Congrats on your wedding. Not hitch just yet. Lady Luna Freya's groom-to-be, here in Hammerhead. Apologies for taking so long. You best save your apologies for Pawpaw. Well, that makes you... Cindy. Sid's grease monkey granddaughter. Roll her in while I'm still young. Didn't your daddy tell you? She's a custom classic, not some beat-up old clunker. Prince Noctis. Yeah. Prince. Like they took your old man and kicked the dignity out of him. What? You got a long way to go, son. And that slackjaw's getting you nowhere fast. She's gonna take a while. Y'all get her in and run along. Wow. Nur durch Hand auflegen, habt ihr gesehen? Einmal drumrum, Hand auflegen, Diagnose. Y'all heard him. Let's get moving. Right this way. Right this way. Now we play the waiting game. Never liked that game. Never any good at it either. Und da hat uns das Spiel auch schon. Wunderbar. Open World, liebe Freunde, virtueller Zeitverschwendung. Jetzt habe ich es doch gesagt. Ich sage das aber jetzt nicht mehr. Ich gewöhne es mir ab. Wir sind jetzt anders. Wir sind jetzt besser, erhabener über die Welt. Final Fantasy XV ist ein Open World Spiel, das sehr vieles sehr richtig macht, um jetzt mal einen Anfang für die ganze Misere zu finden. Viele Dinge auch als Fan der Serie richtig macht, sodass mein kleines Herz höher schlägt. Und ich, und dann lässt es mich nicht so richtig interagieren. Ja. Es macht aber auch gewisse Dinge einfach falsch, gerade in seiner Erzählstruktur und, aber da kommen wir in der zweiten Hälfte drauf. Es ist fast schon ein bisschen ironisch, nach 10 Jahren. Ich glaube, es hätte ein bisschen länger Entwicklungszeit gebraucht. Ich glaube, da werden mir alle zustimmen, die das Spiel auch schon durch haben. Aber das tut der Sache keinen Abbruch. Es ist ein verdammt gutes Spiel, deswegen spielen wir es auch. Sonst hätte ich es nicht für euch gemacht. Wir sind hier in Hammerhead. Das ist unser erster Quest-Hub sozusagen. Hier gibt es einen Waffenhändler. Hey there, Prince! Warten. Y'all ain't never been out this way before, have you? Go on, have a look around. This'll make sure y'all don't get lost. Eine Karte des Kontinents, das habe ich jetzt erst begriffen. Wer hat doch nicht einfach eine Karte des Kontinents dabei? Ne, haben wir ja alle. Ne? Also komplett Europakarte hat jeder mit. Navikarte in deiner Navikarte in der rechten oberen ist ja auch Wurst. Das ist unsere Minimap und das ist auch unsere Karte. Die demonstriere ich euch kurz. Oh ja, jetzt kriegen wir natürlich für alles auch ein Tutorium. Wir sind hier in Lade. Das ist so der erste Spielabschnitt, dieses umgekippte T hier. Das ist Lade. Da werden wir uns jetzt ein paar Stündchen rumtreiben. Danach kommen wir hier nach Duskai. Ich habe mich dazu entschieden, es so zu nennen. Und da gibt es hier hinten noch Klain und Kaim. Aber ich glaube, Kaim ist nicht so richtig der Ort. Und dann, naja, was spoilere ich überhaupt? Bin ich völlig... Also ich muss doch von der Rolle sein. Das gibt's ja wohl nicht. Auf jeden Fall haben wir eine Karte der Region gekriegt. Wie gesagt, wir sind hier im Quest-Hub. Oh, Ignis is gonna flip. Wait, what's a gill? Ja, wir wissen alle, was Gill ist. Da seht ihr es. Also die bantern die ganze Zeit miteinander. Wie gesagt, das ist sehr, sehr wichtig für die Bindung, die man zwischen diesen 4 Leuten knüpfen soll. Und die es auch erfolgreich knüpft, ist natürlich für mich schwer, immer in den richtigen Momenten die Fresse zu halten. Vor allen Dingen, weil das alles sehr random, aber sehr gut gemacht ist, wirklich. Da kommen wir auch noch drauf.
Naja, ich hoffe, ihr wisst, dass das nicht ganz so einfach ist und genießt es trotzdem. Und wisst einfach im Endeffekt, ob ihr mir zuhören sollt oder dem Spiel. Das ist für euch und für uns wichtig. Wie gesagt, wir können hier Waffen kaufen. Da gibt es bei jedem Waffenhändler leider immer bloß ja, ein, zwei Stück. Aber dafür auch mit fortschreitendem Waffenhändler halt immer die jeweils bessere. Und natürlich... Ja, wir sollten mit Cindy reden, weil wir kein Geld mehr haben. Schön. Insult to injury. Ja, da können wir jetzt unsere Quest markieren. Ihr seht, das ist ja am Anfang alles noch ein bisschen Reizüberflutung, weil man soll ja auch das Spiel lernen und so weiter. Ich will euch das jetzt alles hier nur kurz erklären. Wie gesagt, wir haben unseren Waffenhändler, wir haben hier drin einen Shop. Hier kann man alle möglichen anderen Items kaufen, wie Heiltränke und solche Sachen. Und ganz wichtig, die Soundtracks der alten Final Fantasy Spiele. Die werden wir uns alle kaufen, weil wir die dann nämlich beim Autofahren und beim Rumlaufen auf dem MP3-Player hören können. Ansonsten gibt es nämlich abseits von diesen Hubs hier und so weiter recht wenig Musik. Und natürlich in Story-Sequenzen und so weiter. What is it? Ja, natürlich. Und danke hat eigentlich jeder Hub auch einen Diner. Das ist, sieht dann auch meistens so hier aus. Was hast du denn da? Ja, das sind eigentlich immer unwichtige Sachen hier. Takas Boxenstopp, das schärfste Jambalaya in ganz Lutes. Wenn sie mal wieder Feuer im Tank brauchen. You think it's really that spicy? Only one way to find out. Ach, vielleicht sollten wir es mal essen. Und da habt ihr es auch schon. Da drin kann man essen. Da drin kann man Smalltalk führen und dieser Smalltalk führt dazu, dass wichtige Punkte sozusagen auf der Karte freigeschaltet werden und hier drin kann man Jagdaufträge annehmen, was sozusagen die Haupteinnahmequelle in dem Spiel ist. Wir brauchen in diesem Spiel wirklich ja schon eine ganze Menge Gil und die gibt es nicht einfach so. Dafür müssen wir Jagdaufträge machen. Das werden wir in diesem Projekt, by the way, nutzen, um uns einfach auch hin und wieder mal um spielfremde Themen zu unterhalten. Ich habe mir nämlich gedacht, ich nehme den Fokus einfach mal ein bisschen hin und wieder auch vom Spiel weg und red mit euch und schneide Themen an und sag meine Meinung zu Dingen. Vielleicht können wir dann ja auch ein bisschen öfter mal diskutieren, abseits von dem Spiel, was ja auch den einen oder anderen vielleicht gar nicht so interessiert. Wie gesagt, hier können wir dann Jagdaufträge annehmen, das machen wir auch alles noch. Ansonsten ist hier nicht viel los, hier stehen bloß viele, viele Pixelhaufen rum. Und dann gibt es diese Refugien hier, da können wir übernachten, da sammeln wir dann EP und leveln ab, da wird das Ganze verarbeitet. Und da kann dann auch im Falle von Zelten, wenn wir Zelten gehen, das lernen wir auch noch, kann Ignis, wo ist er denn? Ignis hat sich verkrochen. Ignis, es geht um dich. Der da, das ist Ignis. Der kann kochen. Und kochen und essen bringt Statusboni. Und die brauchen wir hin und wieder. Sehr dringend. Sind sehr nützlich. Aber gut, wir können gar nichts machen, denn wir haben keine Kohle. Rather sultry. Yeah. Yeah, total schwül, Alter. Deswegen müssen wir jetzt mal die junge Frau hier versuchen zu überreden, da das Rabatt gibt. Hallo. She ain't gonna be ready for a while. Y'all need something? Ob ich was brauche? Naja, wenn du so fragst. Mach mal deinen Reißverschluss zu. Bit steep for a simple tune-up, don't you think? Oh, now I get it. This must be what Papa meant when he said he was gonna teach them boys a lesson. Told me he ought to have y'all take care of some ornery varmints that have been causing a ruckus around here. I'd be happy to pay y'all for your services if you're up to the challenge. How about it? Well, so much for finding an easy way out. Thanks a lot, Papa. Ja. 10 FP. Fertigkeitenpunkte. Die sammeln wir im ganzen Spiel. Die brauchen wir, um aufzuleveln. Mit Skills. Hier, bei den Fertigkeiten. Ja, gibt es ein Tutorial dazu, brauchen wir aber nicht. Ihr seht, es gibt verschiedene Fertigkeiten. Bäume, die beziehen sich ganz normal auf den Kampf. Zum Beispiel, dass wir mehr Schaden machen, sobald wir Warp angreifen. Den werde ich euch gleich zeigen und so weiter und so fort. Es gibt den Teambaum, der macht unsere ganzen Teamfähigkeiten stärker oder verbessert sie. Es gibt den, ja, die reinen Statuswerte, dass man zum Beispiel mehr Accessoires anlegen kann, was ich am Anfang ein bisschen unterschätzt habe. Das ist alles ziemlich wichtig. Ich nehme jetzt hier erstmal ganz schnöde mehr Schaden, wenn ich Angriffe in Serie mache und nicht getroffen werde. Das kriege ich nämlich mittlerweile recht zuverlässig hin, obwohl ich da nicht zu viel versprechen will. Und es gibt noch jede Menge andere Sachen. Erkundung ist ein recht wichtiger Baum, weil man den Gewinn von FP somit an gewisse Erkundungstätigkeiten koppeln kann. Zum Beispiel eine gewisse Distanz mit der Regalia, also mit unserem Auto, zurücklegen und dann einen FP kriegen. Und das sind alles so FP, zwar wenige, aber Kleinvieh macht auch Mist.
Ein Baum für den Wartemodus, den brauchen wir nicht, weil wir den nicht aktiviert haben und so weiter und so fort. Ihr seht, Heilungen, Kommandos, also so skillen wir. Erinnert ein bisschen an Sphero-Brett von Final Fantasy X, aber auch nur so vom Stil her. Ansonsten ist es ein bisschen linearer, ein bisschen geradliniger, nicht so viel Backtracking, beziehungsweise überhaupt kein Backtracking. Ja, Punkte habe ich verbraucht. So funktioniert das Skillsystem. The demons are liable to rip y'all to shreds. Here, this ought to be enough for a place to stay. Just between us, though. Don't tell Papa. Ich sag Papa überhaupt nichts. Nun ja, Kinder, wir haben unsere ersten 1000 Gil gekriegt. Ich kaufe mir jetzt mal direkt den Final Fantasy VIII Soundtrack. Das ist das wichtigste Item im Spiel. Die stärkste Waffe von allen, sage ich jetzt mal sozusagen. Mein Gott, euch wird der... Ich sag nur Balham Garden und Fisherman's Horizon. Well, howdy. Diese zwei Songs werden euch am Ende dieses Projekts so dermaßen auf den Knast gehen. Bam! Das ist knallt. Das musste jetzt sein. Und wer zur Hölle in der Übersetzungsfabrik dieses Spiels draufgekommen ist, ja, den englischen Vorsatz Demons zu siechern zu übersetzen. Siecher. Wisst ihr, was in meinem Sprachgebrauch Sieche ist? Beziehungsweise ein Siechenbus. Mal so als Beispiel ein Siechenbus. Das ist eine Kaffeefahrt. Ein Bus voller Senioren. Was sind also Siecher? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Egal, konzentrieren wir uns aufs Wesentliche. Wir brauchen Geld. Mm-hmm. Right behind you. Also kämpfen wir für Geld. Denn kämpfen, das können wir gut. War das ein Gegner? Hallöchen. Ich bin ready geboren, Junge. Doofe Tutorials, die keiner braucht. Ja, ich warpe sehr viel. Drecksau. Take cover and rest up. Whose side are you on? Didn't mean to do that. Excellent work. On we go. Es gibt in diesem Spiel ein nicht ganz zu Ende gedachtes Friendly Fire System, was permanent darin resultiert, dass wenn ich so in freier Fahrt, so wie hier jetzt so, meine Waffe wechsle, dass die sich alle ständig angegriffen fühlen und man immer wieder dieselben Sätze hören muss. Sadly, no one's laughing. Genau den. Obwohl ich bloß eine andere Waffe ausrüste. Wisst ihr? Scheiß drauf. Okay. What happened here? A telegraph pole's been split in two. And not just this one either. The hell do you think did this? Hard to say. Natural disaster, perhaps? You sure? A hammerhead doesn't have a scratch on it. Maybe a huge monster came and knocked him down. It better not be the varmint Cindy was talking about. Ich muss sagen, als ich das erste Mal an diesem Punkt war und habe dieses Gerät gefunden und die haben genau diese Unterhaltung geführt, dachte ich, oh mein Gott. Kinder, es gibt in der Welt Dinge, die haben eine eigene Geschichte, die man noch auf... So Dark Souls-mäßig, wisst ihr? Nö, führt uns nichts. Ihr könnt diesen Mast wieder vergessen. Mit dem hat's nichts auf sich. Auch sowas, wo, naja, mehr Entwicklungszeit. Okay, schinden wir keine Zeit, Kinder. Wir müssen hier noch was schaffen. Hier muss was gehen. Wir brauchen Geld. Obwohl, eigentlich nicht, weil sie hat uns ja schon welches gegeben. Obwohl wir überhaupt nichts, naja, was soll's. Übrigens, Trick für unendlich Sprinten. Kurz bevor der Balken leer ist, einfach wieder auf Sprinten drücken. Funktioniert. Was ich euch aber rate, ist niemals in eine Gegnermenge reinsprinten, weil ihr fangt dann mit einem dementsprechenden MP-Balken an, den ihr noch vom Sprinten übrig habt. Und das kann scheiße sein, weil MP-Stase ist bäh. Ne? MP-Stase bäh. Grundregel Nummer 1. Yeah! Ja, und es gibt solche Überraschungsangriffe, ne? Jetzt greift mich halt an, wenn ich ausweichen soll, Mensch. Angreifen. Komm schon! Greift mich an! Ihr habt einen frei, Kinder! Wir haben nur noch 9 Minuten Zeit. In 9 Minuten muss ich ausgewichen sein, Kids. Mich jetzt. Na komm.
Bam. So. Far less trouble than anticipated. Komm schon, greif mich an. Na, so, also. Ist ja wohl nicht zu fassen. Schlag die nicht. Schlag die nicht. Der soll mich nochmal angreifen. Nicht schlagen. Na komm, er darf noch. Ah, hat schon geholfen. What? Apologies. Alright. We'll be done in no time. Jo. Ist. Let's get on with it. Ist alles noch nicht so unbedingt schwer. Aber gut. Ist ja auch der Anfang, ne? Müssen wir mal warten. Ach ja, wie gesagt, dieses Spiel macht so viele Sachen irgendwie gut. Where are we headed anyway? Nowhere until the repairs are done. Then we head for Golden Key. And after that, we hop a boat, and before you know it, lover boy's hitched. Wait for car repairs, then wedding bells in the air. Got it. So wie dieser Banter zum Beispiel, den mag ich immer noch, auch wenn ich alles schon mal gehört habe. Es ist einfach von vorne bis hinten geil. Nun ja, andere Sachen stimmen halt nicht so ganz. Die übersehen wir einfach. Beziehungsweise einmal weise ich ganz, ganz arg darauf hin, sodass wir uns alle mal richtig schön ärgern können, weil wir auch 10 Jahre auf den Schrott gewartet haben. Aber dann freuen wir uns, dass Final Fantasy XV einfach ein anständiges Spiel ist. Anständiges. Was soll ich machen? Ich kann Warp, weiß ich doch schon. Okay. Schnell reloaden und los geht's. Hey, du Schwein. Okay, jetzt gibt's die dicken Waffen. Seht, die Waffen sind nicht einfach unterschiedlich groß, die sind auch unterschiedlich in ihrer Beschaffenheit. Hello? Hey, it's Cindy. How goes the hunting? Actually, we just finished. That's great, because I got one more hunt for y'all. Only this time, it's for a person. Fella named Dave went off, and we ain't heard from him since. Reckon he staked out a spot in an old shack nearby. Old shack? Oh, got it. We'll take a look. Dave, der Typ ist mit Sicherheit abgehauen wegen seines Namens. Ihr seht, wir sind in der Neuzeit. What did Cindy say? Needs us to find some Dave guy. He went missing? Not missing. Said he's holed up in that shack. Und in der Neuzeit ist man auch bei großen epischen Abenteuern der Fantasy-Riege nicht davor gefeit, von seinem Smartphone gestört zu werden. Da wird man halt auch mal angerufen. Da muss man halt unterbrechen. Weißt du so, ah ja, was? Ich soll auf mein Profil gucken? Was? Okay, Dave. Show your shitty face. Also wenn man über irgendwelche Jokes oder so fake lacht, dann bitte ohne Pause dazwischen. Okay? Okay? Hm? Pronto? Hm? Ja, genau, du hast Muckis. Ja, ja, zeig sie den Zuschauern. Zeig deine Muckis den Zuschauern. Okay. What's this? Mutiertes Doppelhorn gesichtet. Rufname Bluthorn. Merkmale rote Hörner und Hörner. Äußerst aggressive Hörner. Sonstige Hörner. Offener Jagdauftrag für Toti-Hörner. Knocked! You okay? We are now. Spoke too soon. I'm going all out. Just a little You're out. Okay, war jetzt nicht sehr elegant mit in die Ecke drängen und so, aber... What about the shack over there? Ja,
was ist eigentlich mit der Hütte da hinten? Weil hier ist ja kein Dave, ne? Es sei denn, wir haben ihn in den Gewusel jetzt einfach mit kaputt geschnitten. Kann ja passieren, ne? So, Kinder. Übrigens, was ihr da oben auf der Minimap seht hier, seht ihr dieses Symbol, dieses Gelbe? Das deutet darauf hin, dass man hier was ernten kann. War ich ziemlich krass dahinter. Und sollte man auch sein, weil das sind auch so die Zutaten zum Kochen, die man braucht und so. Und wie gesagt, es gibt ziemlich geile Gerichte. Und da machen ein paar Kämpfe auch ein bisschen mehr Spaß, wenn man die vorher gegessen hat. Nur so viel dazu. Okay, da hinten ist jetzt aber Dave drin. Weil noch eine Scheune sehe ich hier nicht. Außer da. Da ist noch eine große Scheune. Aber da vorne, da ist Dave drin. Guck mal, hier fahren Autos lang. Die sehen uns dann und halten erstmal an. Oh, was sind das denn für welche? Oh Gott. Ich glaube, ich fahre lieber. Guck, das ist der Nächste. Wie sie alle langsamer werden, um uns anzugucken, weil wir in der brütenden Sonne alle gemeinsam Lederklamotten tragen. Schön. Not yet. I've got a plan. Sein Plan ist, zum Windrad zu warpen. Und was machen wir ab da? Keine Ahnung, aber zum Windrad gewarpt sind wir erst mal. This creature is known as a saber tusk. Ja, ich mach doch den Punkt. Das hat er mich nicht warpen lassen, ne? Und ich bin gewarpt! Ja, ist ja jetzt gut, ich weiß doch, was ich machen soll. Ihr seht, wir können schon ganz schön reinhauen, wenn wir wollen. Spezialangriffe gibt's auch. Gerade im Endgame benutzt man die eigentlich ziemlich oft. Easy. Hey, who's out there? Bist du etwa Dave? The man of the hour. Dave, right? Been looking for you. Didn't mean to cause you all any trouble. I've been stuck here on account of my sprained ankle. Yeah, something funny about them varmints. I gave them hell, but couldn't finish the job. Still one mean mutt about. Well, y'all don't look much like hunters, but what do you say? Put that puppy to rest for me? Uneigennützig helfen? Nein. Sure, we'll do it. Well, for the right price. Y'all got guts, that's for sure. Let me tell you where I last saw. Phew. For a second I thought you were gonna forget to ask for cash. Niemals. Okay, alles klar. Dann machen wir das Ding jetzt mal platt. Hast du noch was zu sagen? I've been hunting for years, but I ain't never seen dual horns with blood red tusks like those. Ah. Wisst ihr, wir sind gerade gefühlte 37 Mal. Was? It would be wise to rest up before we set out. Ja, da hat er eigentlich recht, ne? Ein anstrengender Kampf steht bevor. Davor sollten wir zelten und uns eine stärkende Mahlzeit gönnen. Das machen wir natürlich. In that case, let's find a spot to make camp. The hunters are really out in full force around here, huh? So they're the new Crown's Guard or something? Similar, though technically a civilian outfit. They've definitely seen a lot more action than we have. Is it cool that we rock Crown's Guard outfits? Be worse not to. They made them especially for us. Even got a sweet insignia on them. In the Crown's Guard, your attire identifies you. So wear it with pride. Ja, dann machen wir das mal. Also die Klamotten hier trage ich nicht unbedingt mit Stolz, aber es ist leider so, dass man bis zum Endgame nichts anderes bekommt. Auch eine massive Enttäuschung gewesen. Aber es klingt so, als wäre das Spiel schlecht. Bitte hört nicht auf mich, wenn ich so rede. Ja, wie gesagt, wir sind gerade gefühlte 37 Mal von 2 Meter langen Riesenskorpionen gestochen worden. Wir haben wahrscheinlich 93 Liter Gift in unserem Körper. Und der Mann hat sich in einer Hütte verkrochen, weil er sich den Knöchel verstaucht hat.
Ich finde, das sagt sehr viel über die Spielwelt von Final Fantasy XV aus und vor allen Dingen über das Design der Nebenmissionen. Aber gut, lassen wir es dabei bestehen und genießen einfach, was wir kommen. An diesen Punkten hier saugen wir die Magie des Spiels auf. Es gibt bloß drei Elemente, Feuer, Blitz und Eis. Und aus diesen mischt man sich dann nicht unbedingt neue Elemente, was mich ein bisschen enttäuscht hat, sondern man mischt sich Zauber mit Zusatzeffekten. Ne? Sowas wie ein stärkerer Feuerzauber oder ein stärkerer Eiszauber oder eben Eis- und Feuer- und Blitzzauber mit Nebeneffekten wie Gift, Schlaf, Stumm, Doppel-XP, was übrigens sehr gern exploited wird bereits. Da könnt ihr euch auf YouTube ein bisschen schlau machen, wie ihr schneller an EP kommt. Ihr müsst theoretisch bloß in den Kampf den EP-Zauber auf so einen Gegner schleudern und aus dem Kampf wieder fliehen und ihr kriegt, keine Ahnung, 20.000 EP. Es ist echt ein bisschen lächerlich, aber gut. Jedes System hat irgendwo eine Schwachstelle. Denkt an den Todesstern. Der hatte in allen 7 Episoden Schwachstellen. Naja, was soll's. Also, ein anstrengender Kampf steht bevor. Ich glaube, zum Abschluss dieses Parts machen wir sonst ein bisschen gemütlich. Und zelten in dieser malerischen Gegend hier mit diesem sehr seltsam aussehenden Stein. In dieser malerischen Gegend hier und erfreuen uns an weiteren Spielmechaniken, die ich euch jetzt demonstrieren werde. Let's call it a day. All right. I'm gonna pitch the tent. Mit der geilsten Musik ever. Ja, ihr seht, wir haben für alles Experten. Gladio ist so der Mann fürs Schwere und Harte. Ignis kocht und ist schlau, generell. Und Prompto macht Fotos und lustige Sprüche. Und auch wenn das Ganze ja vor dem Release des Spiels als Boygroup verschrien wurde und auch wenn sie alle ein bisschen gewöhnungsbedürftig aussehen, es ist halt die japanische Popkultur und so, da können wir auch nicht, die finden auch, dass wir komisch aussehen. So müsst ihr das sehen, versteht ihr? Kinder, die schafft's echt, dass die einem ans Herz wachsen. Nur so viel dazu. Ne? Ignis Kochkünste, ihr seht, wir können im Spiel neue Rezepte lernen, indem wir in Restaurants neue Sachen essen. Er lernt zwischendrin immer wieder neue Rezepte, so nach dem Motto, ah, da fällt mir doch ein, das sollte ich mal probieren, ne? Und die geben dann verschiedenste Boni, das ist jetzt alles noch recht übersichtlich. Angriffskraft plus 30, LP-Maximum, also HP, also Lebenspunkte sozusagen, plus 50 und so weiter und so fort. Das hier hat sogar keine Ingredients, diese ersten beiden, das sind die Standardgerichte, die benutzt man aber jetzt wirklich nicht unbedingt oft, sei jetzt mal. Und das ist das Gute am Zelten. Wenn ihr zeltet, könnt ihr Sachen kochen lassen von Ignis, die euch teilweise immense Boni liefern und die Kämpfe auch ein bisschen erträglicher machen hin und wieder. Auch wenn das Spiel an sich nicht unbedingt saumäßig schwer ist. Das Gute wiederum, wenn man in Hotels schläft, ist, dass die EP, die man hat, multipliziert werden um einen gewissen Faktor. Und da gibt es im Galden Kai oder wie auch immer der auf Deutsch heißt, keine Ahnung, ein Restaurant, wollte ich schon sagen, ein Hotel, wo man schlafen kann. Immens teuer, gerade fürs Early Game, aber verdoppelt die EP, die man hat. Und so werden wir richtig krass leveln. Aber dazu später mehr. Jetzt essen wir erstmal was Leckeres. Jetzt könnte ich natürlich hier gleich mal so einen richtig schönen, herzhaften Gemüseeintopf machen, aber ich bin kein Fan von Gemüseeintopf. Ich würde dann eher einen strammen Max essen. Ne? Eine Schnitte mit Schinken und Ei. Lecker. Wird gekocht. Find ihr auch gut, habt ihr gesehen? Sogar geschnipst. Und da ist er auch schon. Und da wurde wirklich, ich glaube, da irgendeine spezielle Technik haben die angewandt, um dieses Essen jedes Mal richtig gut aussehen zu lassen. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Auf jeden Fall, das sind so, in so Kleinigkeiten investieren Japaner unwahrscheinlich viel Aufwand, ja? Auch in das nächste Feature, was gleich eingeführt wird. Hier haben wir jetzt alle schön auf Level 3 gelevelt, wunderbar. Ja, diese einzelnen Fähigkeiten von allen können auch noch aufgelevelt werden in 10 Stufen, um immer wieder neue kleine Fähigkeiten Boni freizuschalten, ist auch alles recht nett. Und hier ist das nächste Feature auch sowas, ne? Der macht die ganze Zeit Fotos, Prompto. Während man rumläuft, immer am Ende des Tages, wenn man zeltet oder übernachtet, kriegt man dann die Highlights zu sehen. Manche davon sind klar gescriptet, wie die hier, das aus der Zwischensequenz. Andere wiederum werden quasi immer so aus der Situation genommen, wo man gerade ist, was man gerade macht.
sind natürlich auch ein bisschen gescriptet, aber der hier ist zum Beispiel mitten aus dem Kampf und das ist so schön, das speichern wir. Ne? Oh ja, seht ihr, manchmal haben die es auch echt in sich. Also es gibt schon ein paar Wallpaper-Motive, die hier geschossen werden. Ein einziger Grund reicht da schon aus, um sich für dieses Spiel eine PC-Version zu wünschen. I know. I dig it too. Und da kann man immer schön gucken, ne? Ist doch alles gar nicht so scheiße. 11 Stück hat er gemacht. Ach ja, das ist doch auch recht nett, ne? Wir sind Magicians. Okay. Tja, und das war's, liebe Leute. Guckt man sich die Fotos an, freut man sich, dann essen die, dann zelten die. Und wir wachen gut erholt am nächsten Morgen bei der schönsten Lichtstimmung, die das Spiel zu bieten hat. Auf! Okay. Like a father to her. Ever since they got back, Sid's been the only one looking after her. Rather more than a middling mechanic can handle. All things considered, I'd say she turned out okay. Like any girl, you just need to treat her right. Treat her wrong and Sid'll stuff his wrench where the sun don't shine. Take care of the car and it will take care of us. Yeah, the car. The car. Wegen der sind wir eigentlich hier. Weil das Rotzding, dieses ach so tolle königliche Auto, 2 Meter hinter der Stadt kaputt gegangen ist. Deswegen brauchen wir jetzt Geld. Und sind schon wieder am Zeug machen für andere Leute, denen wir nichts schulden, weil diese Welt ungerecht ist. Diese Welt ist ungerecht. Das ist das, was wir aus diesem Part mitnehmen sollten. Negative Dinge, liebe Leute. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Es hat mir Spaß gemacht. Ich merk's. Es ist einfach, ich brauche diesen Scheiß hier. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst es mich in den Comments wissen. Gebt diesem Video ein Like, abonniert uns, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Sting und ich haben in unseren Jahrzehnten, wo wir den Scheiß hier machen, Billiarden-Videos gemacht. Da muss 1 oder 2 oder vielleicht auch 100 dabei sein, die euch irgendwie Spaß machen. Genauso wie das hier jetzt. Habt einfach Vertrauen. Klickt euch durch, habt Spaß. Verplempert eure Zeit virtuell auf YouTube. Virtuelle Zeitverschwendung quasi. Ne? Ist doch was Schönes. Final Fantasy 15. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.